Ja, liebe Geschwister, ich grüße euch auch ganz herzlich an diesem Sonntag und möchte euch mitnehmen in die Dinge, die mich in letzter Zeit so beschäftigt haben. Vor kurzem musste ich mehrfach zu Arzt besuchen, weil ich dachte, dass ich körperlich irgendwo eine Krankheit habe. Und bei den ganzen Untersuchungen stellte sich aber heraus, dass es gar nicht um eine körperliche Krankheit ging, sondern dass dieses stressbedingt ausgelöst wurde und so ein Gefühl erzeugt wurde. Und wenn ein Arzt ein guter Arzt ist, der sein Handwerk kennt und nicht nur auf Gewinnmaximierung aus ist, dann behandelt ein Arzt nicht nur die Symptome eines Menschen, so wie ich das bei mir erlebt habe, sondern er nimmt sich Zeit für den Menschen, er fragt ihn aus, wie geht's dir, welche Lebensgewohnheiten hast du? Und manchmal muss der Arzt auch unangenehme Dinge ansprechen und sagen, wenn du so weiterlebst, dann kann daraus eine schlimme Krankheit entstehen. Das musst du ändern. In dem Text, den ich gerne mit euch teilen möchte, ist Jakobus, dieser gute Arzt, der auch nicht bei den Symptomen stehen bleibt, die manchmal bei uns im geistlichen Leben da sind, sondern der tiefer gräbt. Was liegt eigentlich so als Ursache dahinter? Und wir wollen heute versuchen, mit dem Jakobus zusammen diesen Symptomen nachzugehen und vor allen Dingen auf die Ursache, auf die Wurzel zu kommen. Und ich möchte uns heute lesen aus dem Jakobusbrief, Kapitel 4. Die ersten 10 Verse werden wir behandeln. Und ich lese zunächst einmal die ersten drei Verse. Jakobus Kapitel 4, Vers 1 bis 3. Woher kommen die Kämpfe und woher die Streitigkeiten bei euch? Doch wohl daher, dass eure Lüste einen Kampf in euren Gliedern führen. Ihr seid begehrlich und gelangt doch nicht zum Besitz. Ihr mordet und seid neidisch, ohne doch eure Wünsche erfüllt zu sehen. Ihr lebt in Kampf und Streitigkeiten und gelangt doch nicht zum Besitz, weil ihr nicht betet. Ihr betet wohl, empfangt aber nichts, weil ihr in böser Absicht betet, nämlich um das Erbetene in euren Lüsten wieder durchzubringen. Jakobus schreibt diesen Brief an eine Gruppe von gläubigen Menschen. Und er spricht hier einige Missstände an, die sich unter diesen Gläubigen zugetragen hatten. Er nennt hier, dass sie Kämpfe austrugen, sie hatten Streitigkeiten, Neid und Begehren waren da. Und er sagte, das wirkt sich sogar so aus, dass ihr mordet. Morden dürfen wir jetzt nicht wortwörtlich hier nehmen, sondern im Sinne, dass hier sich Streit aufgeschaukelt hat, dass man sich gegenseitig sogar gehasst hat. Und ich weiß nicht genau, welche Dinge das jetzt zugrunde waren, da zugrunde lagen, aber einiges zeigt uns der Jakobus in seinem Brief. Da ging es einmal um gewisse Lehren und Wahrheiten, um Überzeugungen, um die man stritt. Da ist die Weisheit im Spiel, die Jakobus anspricht. Aber das Problem war, man stritt über diese Dinge, aber man tat sie nicht. Das sagt uns Jakobus im dritten Kapitel. Und wir können uns gut vorstellen, dass dort vielleicht Vorwürfe waren, weil man Meinungsverschiedenheiten hatte, dann wurde jemand beleidigt. Und der Jakobus zeigt uns auch, dass hier auch eine Rolle spielte, der Streben nach Reichtum. Vielleicht sah man beim anderen, dass er die besseren Ochsen hatte als der andere oder das war der andere hatte ein schöneres Haus. Und so gab es verschiedene Zwistigkeiten unter den Gläubigen, die untereinander ausgetragen wurden. Ja, wenn ich das jetzt mal so auf unsere Gemeinde übertrage, habe ich diesen Text nicht gewählt, weil ich irgendwie große Streitereien und viel Uneinigkeiten bei uns mitbekommen habe. Aber wir müssen ja über solche Themen nicht erst sprechen, wenn es zum Ausbruch kommt, sondern wir können den Dingen ja auch am Anfang wehren. Manchmal brodeln diese Dinge ja schon lange im Herzen, wenn da irgendwelche Missstände sind. Und nicht nur in der Gemeinde, wir können das auch übertragen in unser Eheleben zwischen Mann und Frau. Wie sieht es da bei uns aus?
Gibt es Streitigkeiten, Uneinigkeiten, die die Kinder vielleicht sogar mitbekommen? Oder in den Familien, Eltern und Kinder? Wie sieht es da aus mit diesem Leben miteinander? Verstehen wir uns? Kommen wir gut miteinander klar? Oder werden dort Kämpfe geführt? Oder wir können das übertragen auf die Jugendgruppe, auf die Teenie-Gruppe. Da gibt es oft auch Reibereien, weil verschiedene Charaktere zusammenkommen. Oder die ganzen Verwandtschaftszwistigkeiten. All diese Dinge gehören hiermit hinein, die Jakobus anspricht. Und da gibt es so viele tausende Gründe, warum man sich über irgendetwas als Gläubige sogar streiten kann. Aber die Bibel macht das sehr, sehr klar, dass das für uns Gläubige, für Christen nicht der Berufung würdig ist, miteinander zu streiten und solche Dinge auszutragen und sogar so weit zu gehen, dass man sich hasst und dass Jakobus sagt, das ist ja fast wie Morden. Wahrscheinlich hat man sich mit der Zunge so verletzt und gegenseitig schlecht übereinander geredet. Übrigens, die Zunge ist auch ein Thema im Jakobusbrief. Ich möchte gerne zwei Bibelstellen nennen, die das so gut auf den Punkt bringen, was eigentlich so in der Gemeinde oder unter der Gemeinschaft der Gläubigen für eine Atmosphäre herrschen sollte. Im Philipperbrief Kapitel 2 sagt Paulus: Macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid, indem ihr die gleiche Liebe hegt und einmütig dem gleichen Ziel zustrebt und nichts aus Rechthaberei oder eitlem Ehrgeiz tut, sondern in Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. Jeder habe nicht nur seinen eigenen Vorteil im Auge, sondern jeder auch den des anderen. Also wir merken hier ganz klar, es geht nicht darum, seine eigenen Rechte durchzuboxen, sondern auf den anderen ausgerichtet zu sein und für ihn das Gute zu suchen. Und so ähnlich betont Paulus das auch im Epheserbrief. So ermahne ich euch denn, ich der Gefangene im Herrn, wandelt würdig der Berufung, die an euch ergangen ist. Und ich weiß nicht, welche Dinge dir kommen, wenn du dieses Wort hörst, wandel würdig der Berufung, zu der du berufen wirst. Du denkst vielleicht an irgendwelche äußeren Dinge oder an irgendwelche Dinge, die du erfüllen müsst. Aber würdig der Berufung zu leben, zu der wir berufen sind, ist laut diesem Text mit aller Demut und Sanftmut, mit Geduld als solche, die in Liebe ertragen, einander in Liebe ertragen. Und seid eifrig bemüht, die Einheit des Geistes durch das Band des Friedens zu erhalten. Also das ist eigentlich die rechte Auswirkung unserer Berufung. Wir sind zu einer hohen Berufung berufen worden durch Gott als eine Einheit, als eine Gemeinde, als Gläubige, die einen Herrn haben. Und da sind wir aufgerufen, dieses nach außen hin zu leben, dass die Liebe in der Gemeinschaft der Gläubigen herrscht. Und wie ein guter Arzt jetzt eben in die Tiefe hineingehen muss, so geht auch Jakobus hier der Sache jetzt auf den Grund. Und er stellt diese Frage: Woher kommt das eigentlich? Woher kommt das, dass ihr in der Gemeinde oder unter den Gläubigen solche Streitigkeiten habt? Woher kommt das, dass in euch etwas brodelt, was dann irgendwann in schlechten Worten, in harten Worten sich ausdrückt? Und er gibt hier die Antwort: Das kommt aus euren Lüsten, die in euren Gliedern streiten. Das ist sehr interessant. Streit kommt aus Streit. Einmal haben wir die Lüste, die in den Gliedern streiten, und daraus folgt ein Streit, der nach außen geht. Und Jakobus geht hier an die Wurzel und zeigt, der Streit, der hier innen in einem Gläubigen herrschen kann, der tobt hier drin und zeigt sich dann nach außen und geht zu anderen Geschwistern. Und was meint Jakobus hier, wenn er sagt, die Lüste streiten in euren Gliedern? Damit meint Jakobus, dass diese Christen sich von ihrem Fleisch bestimmen ließen. Die Lüste, die in ihnen drin waren, die kämpften gegen den Geist, den Gott in ihnen hineingegeben hatte, gegen die Weisheit Gottes. Und Jakobus zeichnet hier an dieser Stelle das Bild eines gespaltenen Herzens. Ein Christ, der auf der einen Seite Gott dienen möchte, der das wirklich möchte, aber auf der anderen Seite die Lüste in sein Leben hineingelassen hat und auch diese irgendwie verbinden möchte mit dem Dienst an Gott. Und dadurch kommt er selber mit sich in einen Widerspruch hinein.
Und das bedeutet dieser Streit der Lüste in unseren Gliedern. Und Jakobus zeigt an dieser Stelle, wie dieses dann die Ursache ist dafür, dass dieser Streit auch nach außen geht. Jakobus sagt hier Lüste. Dieses Wort kommt vom griechischen Hedonai und daraus ergibt sich unser Fremdwort Hedonismus. Hedonismus bedeutet einfach, dass ich die Bedürfnisbefriedigung als Lebensziel setze. Das heißt, das ist mein Ziel. Ich will, dass meine Bedürfnisse befriedigt werden. Und so könnte man hier Lüste auch mit dem Drang zum Vergnügen übersetzen. Also Jakobus sagt, der Drang zum Vergnügen, den habt ihr in euer Herz hineingelassen und daraus entsteht ein Widerspruch in euch, weil das mit Gott nicht zusammenpasst und dadurch kommen Streitigkeiten unter euch hervor. Und dieser Missstand, diese Wurzel dieses Missstandes, das kann auch Christen, wirklich wiedergeborene Christen ergreifen und sogar so tief, dass es bis ins Gebet hineingeht. Jakobus gräbt an dieser Stelle noch etwas tiefer, wie ein guter Arzt, und er kommt auf das Gebet zu sprechen. Das Gebet ist ja uns dafür da, dass wir in besonderer Weise Gott unsere Abhängigkeit bezeugen. Wenn wir beten, dann sagen wir zu Gott, Gott, ich schaffe es nicht alleine. Ich brauche einen, der über mir ist. Und wir erkennen an, dass wir abhängig von ihm sind. Und wer nicht betet, das könnte man einfach so sagen, der ist selbstsicher und er lebt unabhängig. Er zeigt, dass er keinen anderen braucht. Aber selbst dieses Gebet, das so ein Vorrecht ist und wo wir besonders eigentlich zeigen, dass wir uns unter Gott drunter stellen, kann für die eigenen Lüste missbraucht werden. Wir dürfen im Gebet vertrauensvoll zu Gott kommen und wir dürfen ihn bitten, dass er uns das gibt, was wir zum Leben brauchen. Und Jakobus zeigt das auch in seinem ersten Kapitel besonders, dass Gott uns gerne beschenken möchte, dass von ihm die guten Dinge kommen. Von ihm kann nur Gutes kommen. Und so dürfen wir vertrauensvoll zu Gott kommen mit unseren Bitten, auch mit den äußeren Bitten, wo wir vielleicht den Eindruck haben, dass uns etwas fehlt. Und Jakobus greift das hier auf und er sagt zu diesen Gläubigen, wenn ihr schon begehrt, wenn ihr schon etwas haben wollt, dann betet doch darum. Ihr habt diese Möglichkeit eigentlich noch gar nicht genug ausgeschöpft, sondern ihr versucht auf Kosten des anderen euch das zu nehmen, was ihr meint, was euch zusteht. Und was hier so, finde ich, krass rüberkommt, ist, dass Jakobus sagt, und wenn ihr betet, wenn ihr formal betet, so müsste man eigentlich sagen, dann betet ihr in böser Absicht. Diese Christen baten um äußere Dinge, die sie haben wollten, aber sie baten darum aus falschen Motiven. Sie wollten diese Dinge in ihrem lustvollen Begehren, in ihrem fleischlichen Begehren, in dieser Bedürfnisbefriedigung, der sie sich hingegeben hatten, wollten sie die gebrauchen. Und das ist eigentlich ein Missbrauchen des Gebetes für eigene Ziele. Der Mensch stellt sich bei diesem Gebet in den Mittelpunkt. Und so ein Gebet, sagt Jakobus, das wird nicht erhört. Es ist eigentlich ein Ausdruck für ein Herz, das sich nicht völlig Gott hingegeben hat. Und ich denke, liebe Geschwister, hier liegt eine Ursache für viele unerhörte Gebete in unserem Leben, für viele Enttäuschungen, wo wir gehofft haben, Gott wird uns etwas geben, aber es war keine Reaktion Gottes zu spüren. Das ernste Gebet ist auf den Willen Gottes ausgerichtet. Das ist eigentlich Gebet. Der Beter sagt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, ich will, was du willst. Und der Beter, so lehrt uns die Bibel, betet im Namen Christi. Das heißt, er stellt sich unter den Willen Christi, er stellt sich in Übereinstimmung mit Jesus und bittet das, wo er eigentlich überzeugt ist, dass das Gott auch will. Gebet heißt, unser Herz auf die Wellenlänge Gottes zu bringen. Möchte diesen ersten Teil zusammenfassen. Jakobus sagt, euer Herz ist auf etwas anderes ausgerichtet als auf den Willen Gottes. Das zeigt er diesen Gläubigen hier mit diesem Abschnitt. Ihr wollt Gott instrumentalisieren,
um einfach zu bekommen, was ihr eigentlich haben wollt. Aber ihr bekommt das nicht. Und aus diesem Zustand, weil ihr das nicht bekommt, entsteht ein innerlicher Unfriede, der dann auch nach außen tritt und sich darin äußert, dass man streitet, dass man Eifersucht hat, dass man neidisch ist und gegenseitig sich mordet. Kommen wir jetzt zu meinem zweiten Punkt aus den Versen 4 bis 6. Schaut mal, das ist ein elender Zustand, wenn ein Christ in diesem Widerstand lebt und wenn er teilweise auch betet und zu Gott kommt und keine Erhörung hat. Aber man kann sich selbst an so einen Zustand gewöhnen. Und Jakobus fährt an dieser Stelle seine Hörer ziemlich hart an. Wie ein guter Arzt, der auch mal seinem Patienten sagen muss, hör mal, jetzt musst du aufhören zu rauchen, sonst wirst du Lungenkrebs bekommen. Oder irgendwie anders ihn wirklich aus diesem Schlaf herausreißen will, um ihn mal nüchtern zu machen und zu zeigen, du stehst kurz vor einer schlimmen Krankheit. Und so ähnlich habe ich das Empfinden, geht es hier dem Jakobus auch. Er benutzt hier harte Worte, sie klingen erst einmal hart, aber ich denke, auch hier sollten wir dankbar für sein und sie auf uns wirken lassen. Ich möchte sie mal lesen, Vers 4 bis 6. Ihr gottabtrünnigen Seelen, oder man kann, wörtlich steht hier, ihr Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer also ein Freund der Welt sein will, erweist sich als Feind Gottes. Oder meint ihr, die Schrift macht leere Worte, wenn sie sagt, eifersüchtiges Verlangen hegt der Geist, den er Wohnung in uns hat nehmen lassen? Umso reicher ist aber die Gnade, die er zuteilt. Darum heißt es, Sprüche 3, Vers 34, Gott widersteht den Hoffärtigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Zwei Bilder führt Jakobus seinen Lesern, seinen Zuhörern jetzt hier vor die Augen, um ihnen ihre Situation, ihr Elend klarzumachen. Einmal ist es der Aspekt des Ehebruchs, des Treuebruchs. Dieses Bild hatte Gott schon oft in der Bibel benutzt. Im Alten Testament benutzte Gott das Bild immer wieder in seiner Beziehung zwischen ihm und Israel. Israel war sein auserwähltes Volk, das er liebte und mit dem er einen Bund geschlossen hatte. Und immer wenn Israel weggelaufen ist, dann hat Gott Propheten geschickt und manchmal auf eine sehr krasse Art und Weise deutlich gemacht, ihr seid wie eine untreue Frau, mit der ich mich vermählt habe, mit der ich verheiratet bin, aber die läuft einem anderen hinterher. Sie hat einen anderen lieb gewonnen. Und dabei war es nicht, dass Israel immer gesagt hat, nee, mit Gott wollen wir gar nichts mehr zu tun haben, sondern sie wollten Gott dienen. Sie hatten einen Altar Gottes, aber oft hatten sie daneben noch den Altar von Baal, den Altar der Astarte und viele andere Dinge, denen sie nachliefen. Und Gott sagt, das ist wie eine Frau, die einem anderen nachläuft. Und dieses Bild nimmt Gott auch im Neuen Testament und zeigt, dass zwischen Christus und der Gemeinde auch diese Beziehung steht. Christus ist der Bräutigam und die Braut ist die Gemeinde. Und Gott zeigt, dass es ihm danach verlangt, dass unsere ganze Liebe auf ihn völlig ausgerichtet ist, dass es eine ungeteilte Aufmerksamkeit auf ihn ist. Und auch im Neuen Testament spricht er eine Gemeinde in der Offenbarung an, im Sendschreiben an die Epheser, und er sagt, ihr seid von der ersten Liebe abgefallen, ihr seid davon runtergekommen, ihr seid nicht mehr nur auf mich ausgerichtet, ihr seid auf etwas anderes. Und auch in dem wichtigsten Gebot im Alten Testament heißt es schon, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und all deiner Kraft. Also all diese Leidenschaft, die Gott gehören sollte, wenn die auf die Dinge dieser Welt gerichtet ist, dann machen wir uns der Untreue Gott gegenüber schuldig. Unsere Liebe ist geteilt und wir werden Gott untreu wie eine Braut, die zu einem anderen wegläuft. Das ist das erste Bild. Das zweite Bild, das Jakobus hier nennt, ist der Aspekt, dass wir Christen dahin neigen, Freund der Welt zu sein. Ja, Gott beschreibt seine Beziehung zu uns freundschaftlich. Ein Abraham, der den Willen Gottes tat und der Gott glaubte,
wurde Freund Gottes genannt. Und auch Jesus sagt im Neuen Testament zu seinen Jüngern: Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch sage. Und wenn wir, wie Abraham, ein Freund Gottes genannt werden wollen, dann beinhaltet das zugleich, dass wir uns ganz Freund, also ganz auf die Seite von unserem Freund Gott stellen müssen. Und es ist nicht möglich, dass wir das System dieser Welt und die Dinge dieser Welt lieben und irgendwie da Gott mit hineinnehmen. Gott fordert uns dazu auf, entweder oder, ganz oder gar nicht. Und Jesus hat das besonders bei dem Thema Materialismus auch mal so ganz klar auf den Punkt gebracht: Niemand kann zwei Herren dienen. Und gerade beim Materialismus, beim Geld, da wird das ziemlich deutlich sichtbar. Wollen wir wirklich auf der Seite Gottes stehen, dass er die Herrschaft hat, oder wollen wir dem Materialismus dienen? Ja, wenn wir jetzt hier über das Thema Welt reden oder das Wort Welt, das Jakobus hier benutzt hat, dann stellt sich vielleicht der eine oder andere die Frage, was ist damit gemeint? Jakobus und Gott meint nicht damit, dass wir diese Schöpfung, diese Kreativität, die Gott geschaffen hat, und auch nicht die Menschen, die um uns sind, dass wir die nicht lieben sollen, dass wir die da nicht Freundschaft mit haben sollen, sondern wenn Jakobus das Wort Welt hier benutzt, dann meint er dieses gefallene System, die Welt als gefallenes System, das sich von Gott abgewandt hat und in Lustbefriedigung, Geldliebe und Eigenliebe und Selbstverwirklichung ihr Leben führt. Das ist das System, das von Gott abgegangen ist und das hier den Egoismus in den Vordergrund stellt, den Menschen. Und damit sollen wir als Christen nichts zu tun haben. Und ich finde auch, der Johannes bringt das total schön auf den Punkt in 1. Johannes 2. Da sagt er: Habt nicht lieb die Welt, auch nicht das, was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, so wohnt die Liebe zum Vater nicht in ihm. Denn alles weltliche Wesen, die Fleischeslust und die Augenlust und das hoffärtige Leben, kommt nicht vom Vater her, sondern stammt aus der Welt. Und die Welt vergeht samt ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Das ist auch sehr interessant. Dreimal nennt Johannes hier das Merkmal von diesem gefallenen Weltsystem die Lust. Und Jakobus sagt, die Lust ist euer Problem, die in euren Gliedern streitet. Ja, Jakobus zeigt hier auf, dass es eine geteilte Herzenshaltung ist, die dazu führt, dass es eben Streit unter Gläubigen gibt, weil das einfach nicht funktionieren kann. Und vielleicht hast du das auch schon in deinem eigenen Leben gemerkt, wenn du der Welt Raum gegeben hast in deinem Herzen, wie das eine innere Unruhe in deinem Leben erzeugt hat und wie dann plötzlich auch dein Umfeld mit hineingezogen wurde in diese Unruhe. Und ich möchte uns gerne an dieser Stelle zu einer aufrichtigen Prüfung unseres inneren Herzens auch aufrufen, dass wir diese Worte einmal auf uns wirken lassen. Wo stehe ich jetzt gerade? Bin ich mit meinem Herzen ungeteilt auf Gott ausgerichtet? Oder habe ich Dinge in mein Leben hineingelassen, die zu dieser Beschreibung hier passen, die Untreue Gott gegenüber sind, die vielleicht eine Weltliebe darstellen? Und vielleicht haben die einen oder anderen Leser, die jetzt Jakobus hier gelesen haben, auch schon gemerkt, boah, das passt ein Stück weit auf mich. Dann geht Jakobus hier auf diese Menschen ein. Egal, wie verdorben dein und mein Inneres ist, Gottes Gnade ist immer noch größer. Jakobus sagt es hier: Umso reicher ist aber die Gnade, die er zuteilt. Aber er sagt auch, dem Demütigen gibt Gott Gnade. Und um diese Gnade zu erfahren, brauchen wir es, dass wir uns vor Gott demütigen, dass wir uns ja wieder ausschließlich auf Gott fixieren, fokussieren und unseren Hochmut beiseite legen. Denn nach Lüsten zu leben, ist letztlich ein Zeichen von Hochmut, dem Gott widersteht. Und deswegen liegt in dem Bewusstsein der geistlichen Armut so viel Frieden, weil dann die Verheißung da ist: Gott gibt dem Demütigen Gnade. Und in der Selbstsicherheit, in dem Leben des Egoismus nach Lust,
Da liegt so viel zerstörerische Kraft im Innern, aber auch in meinem Umfeld. Ja, und wenn du vielleicht bei diesen Worten irgendwo merkst, dass das auch auf dich zutrifft, dann möchte ich dich dafür aufrufen, dass du wieder zurückkehrst zur Demut unter Gott und unter seiner Gnade. Unschuldig ist keiner von uns, aber Gott wendet sich dem zu, der sich demütig unter ihn stellt. Ja, vielleicht fragt sich jetzt auch jemand, wie kann ich denn jetzt eigentlich zurück zu Gott kommen, wenn ich das gemerkt habe, dass in meinem Leben so eine Lust herrscht und eine Liebe zu dieser Welt. Da möchte Jakobus uns jetzt 10 Schritte geben, die er hier nennt, je nachdem, wie man das zählt, 10 Befehle, wie man zu Gott zurückkehren kann, zu seiner Gnade. Und wir merken dabei, dass Jakobus nicht eine billige Gnade verkündet, sondern Gnade und Buße, Gnade und sich vor Gott demütigen, das gehört zusammen. Ich möchte diese Verse einmal lesen, Vers 7 bis 10. Unterwerft euch also Gott und widersteht dem Teufel, so wird er von euch fliehen. Nahet euch zu Gott, so wird er sich zu euch nahen. Reinigt euch die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, ihr Doppelherzigen. Fühlt euer Elend, trauert und weint. Euer Lachen verwandle sich in Traurigkeit und eure Freude in Betrübnis. Demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Ich möchte gerne diese Schritte einzeln durchgehen, einige etwas tiefer, einige zusammengefasst. Das Erste, was Jakobus hier sagt, ist, unterwerft euch Gott. Kehrt wieder zurück in eine wirkliche Lebensherrschaft Gottes, der alles bei euch bestimmen darf. Gott ist eben Gott und nicht so ein Nebenprodukt, das man noch so mitnehmen kann, um das Leben irgendwie zu verschönern, sondern Gott ist Herrscher, er ist Herr. Und es geht nicht an, dass wir Gott im Gebet einfach wie so einen Wunschautomaten behandeln, der uns einfach das Leben noch ein bisschen schöner macht und daneben an aber die Welt lieben und mit den Menschen im Streit leben. Und ich möchte uns einfach ganz konkret die Fragen stellen, darf Gott das Ausgeben deiner Finanzen bestimmen? Wie ist das, wenn du dir was anschaffen willst? Fragst du Gott, ob er damit einverstanden ist, ob er das will, ob das gut ist? Oder lebst du nach dem Lustprinzip, dass du dir einfach anschaffst, wonach du Lust hast? Darf Gott deinen Alltag bestimmen? Sprichst du mit Gott über deine Pläne, über das, was du an Terminen machst für die nächste Zeit? Jakobus wird das in dem nächsten Abschnitt sehr deutlich behandeln, dass auch das ein Zeichen von Hochmut ist, wenn man einfach so selbstsicher sagt, dieses Jahr mache ich das und das und gar nicht mit Gott darüber spricht. Ist es dir ein ernstes Anliegen, den Willen Gottes zu tun? Oder ist das immer so eine unangenehme Plage? Du weißt so im Hinterkopf, ja, okay, eigentlich bin ich Christ, eigentlich müsste ich jetzt Gott fragen, was ich tun soll, und es ist immer eine Plage eher. Dann sind das, wenn du diese Fragen eher mit Nein beantworten würdest, dann sind das Anzeichen dafür, dass du nicht unter einer wirklichen Lebensherrschaft Gottes stehst. Und dann rufe ich dich mit Jakobus zusammen zu, unterwerft euch Gott. Das Zweite, was Jakobus sagt, ist, widersteht dem Teufel. Und hier wird das besonders deutlich, dass diese Lüste, die in unseren Herzen herrschen, die sind eigentlich dämonischen Ursprungs. Das sagt Jakobus auch im 3. Kapitel. Da ist der Teufel dahinter. Und wenn wir dem Teufel Raum geben, das ist nämlich das Gegenteil von dem Teufel widerstehen, dann kommen diese Lüste in unser Herz hinein und dann werden sie zur Sünde, dann werden sie hervorgebracht, wie Jakobus das im 1. Kapitel beschreibt, wie die Lust da gebiert und die Sünde dann hervorkommt. Aber wir sollen dem Teufel widerstehen. Und es ist auch wieder interessant, wenn wir hier nicht diesen Kampf kämpfen, an der richtigen Stelle im Innern, wo wir dem Teufel widerstehen, dann entsteht ein Kampf in unserem Innern, der nach außen wiederkommt. Das ist auch ein sehr interessantes Bild.
wie dieser Kampf, entweder kämpfe ich den Kampf gegen den Teufel oder ich kämpfe den Kampf gegen die Geschwister durch die innere Unruhe, die in mein Leben hineinkommt. Natürlich können wir dem Teufel nicht in unserer eigenen Kraft widerstehen. Nur in der Unterwerfung vor Gott haben wir diese Kraft. Nur in dem Sieg, den Gott schon errungen hat, entsteht ein Sieg über den Teufel. Und es ist eigentlich der Kampf zwischen Gott und dem Teufel, der hier stattfindet. Und Jakobus macht das hier deutlich: Entweder wir widerstehen dem Teufel, dann wendet sich Gott mit seiner Gnade uns zu, oder wir lassen dem Teufel Raum in unser Leben, dann widersteht aber Gott uns. Und für uns ist es wichtig, wenn wir in einer Versuchung stehen, wenn der Teufel an uns herangeht, dass wir nicht auf diese Versuchung eingehen, sondern mit dem Wort Gottes entgegentreten, so wie Jesus uns das gezeigt hat. Jesus wurde auch vom Teufel versucht und er zeigte ihm all diese Lust dieser Welt, die ganzen Reiche dieser Welt. Und Jesus hat ihm immer wieder gekontert mit dem Wort Gottes. Und so ist es wichtig, dass wir auch das Wort Gottes in unserem Herzen tragen, dass wir ganz praktisch die Bibel kennen und auch auswendig lernen und an der richtigen Stelle uns mit diesem Wort kräftigen und dem Teufel widerstehen. Dann sagt Jakobus: Naht euch Gott. Und er zeigt dir, dass hier eine Verheißung drauf liegt. Wenn wir uns von diesen Weltliebe und von der Lust abwenden und zu Gott nahen, dann kommt Gottes Gnade in unser Leben hinein. Das dürfen wir jetzt nicht so missverstehen, dass das jetzt eine Vorbedingung ist, dass Gott uns irgendwie annimmt, dass wir eine Leistung zu bringen haben. Gott will uns nahe sein und er wartet auf uns wie der Vater beim verlorenen Sohn. Aber da, als der Sohn merkte, dass er in seinem Elend gelandet ist und umkehrte, da lief der Vater ihm entgegen. Und so ist das ein wunderbares Bild, diese Verheißung, die steht auch für uns. Wenn wir merken, wir sind von Gott weggekommen, da ist unser Herz ist geteilt, dann dürfen wir uns wieder Gott nahen, indem wir Buße über unser Leben tun und Gottes Gnade wird wieder da sein, wie dieser Vater, der uns liebend annimmt. Als nächstes sagt Jakobus: Reinigt eure Hände, ihr Sünder. Ja, um sich Gott zu nahen, braucht es, dass wir unsere Taten, wofür diese Hände hier stehen, wirklich einmal reinigen. Dass wir uns abkehren von der Sünde. Auch bei einem wiedergeborenen Christ kommt eine Trübung der Gemeinschaft zwischen Gott und uns hinein, wenn wir Sünde in unser Leben hineinlassen. Und wir können nicht das Leben aus Gott täglich erfahren und ihm nahe sein, wenn wir nicht bereit sind, Gott allein zu dienen. Ich möchte uns einfach so die Frage stellen: Die Hände stehen ja für das Handeln. Welche Dinge tun wir mit unseren Händen? Nach welchen Dingen greifen unsere Hände, die uns vielleicht nicht gehören? Welche Websites klicken wir an mit unseren Händen? Welche Unterschriften machen wir vielleicht unter falschen Angaben? Das sind kleine Beispiele von den Dingen, die zu unseren Tatsünden gehören, die wir tun können und von denen wir uns aber abwenden müssen, wenn wir uns Gott nahen wollen. Und dann geht Jakobus noch tiefer und er sagt im nächsten: Heiligt eure Herzen, ihr Doppelherzigen. Das ist einerseits sehr hart gesagt, aber es trifft den Kern. Es geht nicht nur um die Tatsünden, sondern unser Handeln wird bestimmt von unseren Motiven und von unseren inneren Zielen, die wir anstreben. Und hier liegt das eigentliche Problem begraben. Tief im Innern hat sich eine Doppelherzigkeit breit gemacht, wo man auf der einen Seite Gott dienen will, auf der anderen Seite die Welt aber lieb gewonnen hat und das irgendwie versucht zu verbinden. Und Jakobus sagt: Heiligt eure Herzen. Was bedeutet das eigentlich, heiligen? Heiligen heißt, etwas beiseite zu nehmen und für einen besonderen Zweck aussortieren. Das bedeutet für uns, unser Herz darf nicht dem gewöhnlichen Menschen gleichen, das einfach nach dem Lustprinzip lebt, sondern es soll ganz für Gott da sein. Wir sind Errettete, wir sind Berufene, wir sind Geliebte und wir gehören nicht mehr der Allgemeinheit an. Und unser Herz steht separat. Allein für die Liebe Gottes soll es schlagen und für seinen Dienst. Und jemand hat das so formuliert: Sich heiligen bedeutet eindeutig werden. Das Herz ungeteilt auf Gott richten und ihm unterstellen.
das Leben Gott zur Verfügung stellen als sein Eigentum. Nun, die Punkte 6 bis 9 fasse ich einmal zusammen. Da beschreibt Jakobus, wie kann das jetzt praktisch geschehen, dass man sich wieder Gott zuwendet, dass man sich reinigt und die Herzen heiligt. Jakobus zeigt hier in den nächsten Aussagen, was wirklich wahre Buße beinhaltet. Auf der einen Seite wollen wir ganz klar festhalten, dass wir für die Vergebung Gottes nicht irgendwelche besonderen Bußübungen nötig haben zu erfüllen. Es ist nicht so, dass wir irgendwie besonders uns anstrengen müssen oder uns irgendwelche Sachen auferlegen müssen oder 3 Tage trauern müssen, dass wir bei Gott wieder angenommen werden. Die Bibel macht uns ganz klar, das Blut Jesu hat uns nahegebracht und wir dürfen mit Freimut zu Gott kommen, wenn uns Sünde bewusst wird. Aber auf der anderen Seite braucht es auch manchmal eine tiefe innere Reue und ein Umdenken, besonders wenn wir in so einen lauen Zustand hineingekommen sind. Und da wäre es einfach oberflächlich, wenn wir sagen, ja, Herr, ich bin nicht perfekt, bitte vergib mir, dass ich so einen lauen Zustand habe. Es braucht dann mal, dass wir in uns gehen, dass wir so eine gottgewollte Trauer haben, dass wir auch mal weinen können über Sünde und über die Unehre, die wir Gott bereitet haben. Jakobus sagt hier, Streit, Neid und Begehren und dieser innere Streit der Lüste, das missbrauchte Gebet und die Freundschaft mit der Welt, das ist Ausdruck des Elends. Und wenn uns das bewusst wird, dass wir elende Menschen sind, dann soll uns das mal in eine gottgewollte Traurigkeit hineinbringen, wo wir auch mal wirklich darüber innerlich zerbrechen, in welch für einen Zustand wir gekommen sind. Echte Sündenerkenntnis zeigt sich darin, dass ein Mensch die Dinge so erkennt, wie sie sind. Andere würden sagen, ja, so muss ich halt leben, sonst komme ich nicht durchs Leben. Und der, der vom Geist Gottes, von der Wahrheit Gottes getroffen worden ist, der sagt, nein, so kann ich nicht mehr leben, das ist mein Elend. Und er geht in tiefe Trauer hinein. Ich möchte hier auch ganz praktisch fragen, kennst du in deinem Leben Zeiten von so einer Trauer? Gott möchte uns nicht ins Elend stürzen oder in irgendwelche depressive Traurigkeit, sondern in eine Traurigkeit, die heilbringend ist, aus der dann echte Freude hervorgeht. Und der letzte Punkt, den Jakobus hier nennt, ist, demütigt euch vor dem Herrn. Das ist nochmal so zusammenfassend, gebt zu, wer ihr wirklich seid. Erkennt das an und dann wird Gott euch erhöhen. Denn vor Gott gilt, wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Wer sich aber selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Und unsere selbstsüchtige Natur, die möchte sich selbst groß tun, die möchte unabhängig sein, aber Gott widersteht so einem großtuerischen Wesen. Und Gott ist anders. Gott hat sich einfach entschieden, den Niedrigen aufzuheben. Den, der über seine Schuld trauert, den nimmt er mit Freuden an. Wer geistlich arm ist, den macht er reich. Wer jetzt weint, der wird einmal lachen können. Das sind die Verheißungen, die Gott uns gibt. Und ihm werden einmal die Tränen abgewischt werden. Wer niedergeschlagen ist, den richtet Gott auf. Ja, ich möchte damit zum Schluss kommen und ich weiß nicht, was Gott dir vielleicht heute gezeigt hat, wo er vielleicht wie ein guter Arzt den Finger in die Wunde gelegt hat und dir gezeigt hat, wo bei dir Schwachstellen sind und ob du vielleicht auch so einen elenden Zustand hast. Und wenn er dir das gezeigt hat, dann möchte ich dich bitten, zögere nicht, ganz aufrichtig vor Gott einmal Buße zu tun und dein Leben zu ändern. Das ungeteilte Herz zu suchen vor Gott. Dazu ist es nötig, dass wir uns vor ihm demütigen, dass wir die Sünde lassen, dass wir wirklich einmal auch spüren, was für ein Elend das ist, dass wir die Welt in unser Herz hineinlassen, dass wir Gott diese Dinge bekennen. Und er wird sich dann zu uns bekennen. Und das wünsche ich jedem von uns, dass wir das erleben, wie wunderbar es ist, ein ungeteiltes Herz vor Gott zu haben. Amen.